Also es war echt schon mühselig. Also das Zentrum war, allein das Zentrum hat glaube ich 4 Wochen Nächste gekostet. Haltestelle. Also 3, 6, Flughafen. 9, 12 Stunden. Allein das Zentrum, daran habe ich gesessen. Ja, glaube ich. Na, da bin ich dann auch mal gespannt, wie das dann ist. Jetzt kommt als nächstes Lipperfeld. Die Ansage hat noch geklappt. Das war nur da mal in dem Bereich, wo ich dann gesagt habe, die Ansagen sind kaputt. Da waren so ein Ja, paar, die genau. wollten nicht. Und jetzt funktioniert es auch wieder reibungslos. Genau. Erst 11 Minuten Verspätung. Ist ja nix, ne? Das heißt also, wenn du sagst 67 Minuten, dann müssen wir eigentlich die 11 noch draufrechnen. Holla die Waldfee. Ja, stimmt, das ist schon lange. Das ist extrem. Komm, schnell, schnell, schnell. Ich warte jetzt, bis sie hier ist und dann mache ich die Tür schnell zu. Wie gefällt dir denn der Abschnitt hier? Ja, das ist klasse. Ich meine, besonders gut ist es ja, wenn man das weiß, wie man das wieder im Original aussieht. Wenn man jetzt zum Beispiel Ja. tatsächlich mit dem Bus oder mit der Bahn oder wie auch immer hierher fährt und dann dieser Wiedererkennungswert so deutlich ist. Das ist natürlich eine ganz andere Sichtweise von dieser Gegend. So gut Das kenne ich stimmt, das ja. nicht, ne? Aber mir gefällt das gut, ja. Ich habe nur immer, wenn ich hier auf den Schienen fahre, Angst, wenn mir jetzt eine Straßenbahn entgegenkommt oder ein Zug, ich würde, glaube ich. Nee, also das macht mir Angst. Jetzt musst du Ist. langsam fahren, also ich glaube 50. Ich bin die ganze Zeit nicht schneller als 50 Also, gefahren. okay. Ah, ich darf, ne? Wenn ich nicht abbieg, darf ich. Ja, klar, genau. Omsi hat mich dazu gebracht, die Busampeln zu lernen. Ach, jetzt fahren wir in den Untergrund. Ist das nicht hier der Bereich Osterfeld so? So Richtung Nee, Oster. Stärkrade, oder? Nee, das ist andere Richtung. Okay. Osterfeld war. Also jetzt kommen wir Richtung Hauptbahnhof da, ja, in die Richtung. Ach so. Das Arbeitsamt oder die Feuerwache, die große, die neue, kennst du die? Nee. Aber den Nee? Hauptbahnhof kenne ich wohl, ja. Ja gut, dann wirst du den ja gleich definitiv wiedererkennen. Also der hat Wiedererkennungswert pur. Ansage? Ja, Kommt kannst. nix? Komisch. Du müsstest jetzt leider einmal kurz in die Komm auf diesen Option Radar. gehen und deine Hallo. Kollision ausschalten. Einmal kurz schicke ich Weil da mal. ist gleich ein Bug. Du hast, denke ich Okay. mal, die Kollision an, ne? Ja, ich muss aber erstmal das Kind hier abfertigen. Genau. 2, 3, 4, 5, Danke. 10, tschüss. So. Also. Ne, die machen wir nochmal rein. Optionen. Wo finde ich denn die Kollision? Bei erweitert? Grafik? Nee, das müsste direkt bei dir am Anfang sein. Direkt auf der Startseite da. Kollision mit Objekt oder so steht da. Kopfbewegung, weiche Übergänge. Bist jetzt bei Grafik gelandet? Ne, ich bin bei Allgemeines. Okay. Irgendwo unten müsste das sein, im unteren Ah ja, Bereich. Kollision mit anderen Fahrzeugen und Landschaft. Den mache ich den Haken raus, ja? Genau. Okay. Und zurück zum Spiel. Weil wir haben neue Masten gebaut. Das Problem an der ganzen Sache ist, ich habe die Kollisionsbox falsch gesetzt. Und das heißt, du würdest jetzt gleich gegen jeden Mast knallen. Oh, toll. Das wollen wir ja nicht. Mach die Kollisionen aus, weil gleich kommen die Betonpfeiler. Wo sind hier die Beton, Tong, 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 Tong? Ja, jetzt hier rechts auch gleich, fährt an den Schienen entlang. Da rechts sind ja die Schienen von der Regionalbahn und der S-Bahn. Da fahren auch neue Züge jetzt. Da haben wir die Baureihe 425, die Baureihe 420. Die beiden Hoppla. Baureihen haben wir noch mit drin. Boah, jetzt hätte ich beinahe die Ampel übersehen. Da habe ich aber Glück gehabt. Nur geht ja, ist ja normal. Oh, da ist einer ganz dicht hinter mir. Ich fürchte, das ist das, was wir die ganze Zeit befürchtet haben. Oh, jo, ja, da ist er, ja, das ist er. Dann bleibe ich jetzt mal ganz lange an so einer doofen Ampel stehen und dann gucke ich mir im Spiegel den seine Zähne an. Ja, die nächste Haltestelle ist auch schon Oberhausen Hauptbahnhof. Genau, da ist Endstation.
Ja, das wird aber auch mal langsam Zeit. Du meine Güte, noch eins. Die ist ja irrsinnig lang, die Strecke. Aber ich habe das ja mal gewünscht. Ich habe mir gedacht, die kann gar nicht lang genug sein, ne? Ja, das stimmt. Du hattest mal erwähnt, dass du irgendwie eine richtig lange Linie wolltest. Jetzt hast du Ja, eine. die ist ordentlich, ne? Nächstes Mal gibt es dann eine, die geht dann durch alle Städte durch bis München. Ja. Und die kann man nicht zwischenspeichern. Die muss man an einem Stück. Da muss man sich also Genau. irgendwie wahrscheinlich einen Tropf dabei haben oder jemanden in der Wohnung haben, der einen zwischendurch mal ein bisschen was in die Schnute steckt. Ja, das glaube ich auch. Puh. Also hier sind Ja. diese neuen Masten, wie du gerade siehst. Ah. Und da würde ich damit kollidieren normalerweise. Genau, sonst musst du kollidieren. Ich habe noch die falsche Kollisionsbox in deiner Version. Auch wenn die top aktuell ist. Ich habe sie aber noch nicht geändert. Oh, jetzt kommt aber eine Kurve. Hoi. Die Leute kriegen da Angst. Jetzt weiß ich auch, warum der Abstand zu dem anderen Bus größer geworden ist. Oh, ist er gerade Busgrün? Wie muss ich lang Jetzt rechts. geradeaus? Jetzt Rechts. rechts. Ja, jetzt erkenne ich auch dieses Gebäude von dem Bahnhof. Das sieht gut aus. Das sieht wirklich echt aus. Der Wiedererkennungswert ist deutlich da. Das kann ich beurteilen, weil ich dieses Gebäude tatsächlich kenne. So, und jetzt wieder Jetzt. rechts. Ja, aber am hinteren Bahnsteig. Okay. Also dumm. Das ist wie ein, ja, wie ein umgedrehter Kreis, wenn man so sieht. Also so rum hier. Genau. Und jetzt hier anhalten. Hier? Ja. Gut. So. Dann lasse ich die Leute mal raus. Und du, was willst du hier? Hä? Ich war zuerst hier. Ja, was haben wir denn hier? Wir haben alles okay. Da haben wir ein bisschen zu spät und dann haben wir immer mehr und dann haben wir immer zu spät, bis zu 11 Minuten. Aber ich sag mal, dafür, dass ich zum ersten Mal diese lange, schwere Linie gefahren bin und dann auch noch ohne Navigation an, ne? War das doch eigentlich ganz prima, oder? Fand auch, wir haben nicht einen einzigen Unfall gebaut. Ja, ne, da weiß man, wer es kann, der kann's eben, ne? So ist es nun mal. Ja, Ja, minus das. 3,7 Minuten, das heißt also, ich könnte den Rückweg jetzt antreten und könnte sogar noch vernünftig losfahren. Denn das ist ja das, was man dann schon mal blöd hat, Ja, wenn wenn du man. möchtest, kannst du noch zur Starthaltestelle mal fahren, dann siehst du noch ein bisschen von Oberhausen. Vielleicht erkennst du es ja wieder. Sicherlich, kein Problem. Wenn der mich mal Ja. weglassen würde, hier, dieser blöde Karre. Kannst du ja jetzt durchfahren. Jetzt Ach fällt die ja. Kollision einmal aus. Jetzt dürfen wir Psst. einmal unrealistisch sein. Das schaffe ich auch mit Kollision, glaubst du mir? Okay. Ach, ich habe schon wieder falsch rumgedrückt. Erst die Türen zumachen, dann die Haltestellenbremse raus. Sonst. Ja, gut, dann fahre ich jetzt einfach mal so ganz nett hier rein und gucke mir den mal an, ne? Hallo, ist ja auch cool irgendwo, ne? So, wo muss ich denn lang dafür? Jetzt hier links. Links. Aber erst wenn die Ampel mir es erlaubt. Ja, Ach, die hängt so hoch. wenn du vorsichtig rüberfährst, dann denke ich, dass da nichts passieren dürfte. Nee, passieren wird bestimmt nichts. Wir haben ja die Kollisionen aus. Ja, das stimmt. Das Was soll stimmt. passieren? Ja, Rechts. ich hatte die auch in Berlin mal ausgemacht, weil da war die KI so schlecht ganz am Anfang. Da waren dann irgendwelche Staus mit ineinander geschachtelten Autos. Das ging Ja. überhaupt nicht. Man musste die ausmachen. Jetzt hier links. Links, ganz links oder mittellinks? Ganz links. Ganz links. Ist auch grün. Meine Güte. Ja, das ist Oberhausen. Total kompliziert. Und Da dann die kenne ich. nächste wieder links. Okay. Da kenne ich auch die Fußgängerzone in Oberhausen. Ja, da sind wir gerade ein Stück vorbeigefahren. Okay. Ach, das gucke ich mir dann schon noch in Ruhe an. Wir wollen ja auch nicht zu viel zeigen. Die Leute sollen ja auch noch sich Genau. drauf freuen und noch gespannt sein. Das ist ja auch nur so ein kleiner Einblick. Und wenn das mit dem Ton nicht zu schlecht war, nicht zu leise war, dann hat man auch schon eine Menge erfahren. Und zwar auch Dinge erfahren, das finde ich besonders wertvoll, dass man in so einem Let's Play, wenn der Ersteller zu Wort kommt, Dinge erfährt, die man an der Map eigentlich nicht sehen kann. Ne? Typische Beispiel war das mit dem grauen Haus von dem Bekannten, von dem Omsi-Freund, der gesagt hat, da ist mein Laden, da kann ich 100 Mal vorbeifahren und die Map gut kennen, dann weiß ich trotzdem nicht. Das ist eben Insiderwissen, was man eben nur hier kriegen kann. Ja, das Ne? stimmt. Also das sind manchmal so Kleinigkeiten, die es dann ausmachen, wo viele im Hintergrund sich gar nichts bei denken. Ja, sicher. Man sieht es dem Haus ja nicht an. Das ist ein gut gestaltetes Haus, da ist ein Friseur drin, aber da steckt was drin.
Ne? Oder Ja. kommt man am Schwimmbad vorbei und dann weiß man eben jetzt, dass da erst nur ein Schild war und dass einer der Beta-Tester gesagt hat, hey, und das Schwimmbad selbst, hoppala, ne? Das war vergessen, ist nachgebaut worden. Ein Easter Egg haben wir ja auch aufgelegt schon. So, ich denke mal, Genau. hier sind wir richtig. Genau. Jetzt rechts auf die Busspur. Und ach so, hier auf die Spur drauf fahren, ne? Darüber? Ja, genau. Oh, da muss ich über den Bordstein humpeln. Ein bisschen, ja, so ein bisschen. Ach, und da stehen sie schon. Ach, da, die steigen aber nicht ein, solange ich nicht umschilder, ne? Genau, die steigen nicht ein. Ja, jetzt sehe ich das. Okay. Wann bin ich eigentlich das letzte Mal da an dem Bahnhof gewesen? Boah. Das ist einige Jahre her. Hier links der McDonald's, der dürfte dir auch bekannt sein. So, ich steig mal aus. So. Ja, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Wie gesagt, da ist der McDonald's. Ja, doch, stimmt. Aber Ja. das ist ewig her. Das ist bestimmt schon 10 Jahre her, als ich da mal war. Ich glaube, da gab es den aber auch schon. Ich glaube, da habe ich auch schon einen Hamburger verdrückt mal. Aber Ja, ist den ewig gab's auch schon her. vor 10 Jahren, das stimmt, ja. Ja. Gut, ich glaube, dann sind wir soweit am Ende damit. Na? Wir sind durch, ja, Wir genau. sind durch. Ich will jetzt auch nicht zu weit wegzoomen, weil wir haben ja irgendwo in der Nähe hier was hinter Bäumen versteckt. Nicht, dass ich da mal irgendwas aufdecke. Denn du hast mir ja verraten, das ist hier in meiner Version, wie ich es habe, schon vorhanden, aber versteckt. Und ich werde einen Teufel tun, da irgendwas von zu zeigen. Aber glaub mir eins, wenn wir hier fertig sind und du bist aus der Leitung, ne? Ja. Dann ist ja klar, dass ich da gucken gehe. Natürlich. Natürlich, selber Ja. darfst du gerne gucken. Das ist einfach aktuell noch nicht für die öffentlichen Augen bestimmt. Das hat viel damit zu tun mit dem Release und es ist einfach so schön gestaltet. Wie gesagt, die Beta-Tester, die waren so begeistert von dieser Stelle. Also die haben das in OMSI noch nie erlebt, noch nie gesehen und das möchte ich auch einfach noch nicht zeigen und solange, das dauert dann halt noch ein wenig, bis man das dann zeigen darf. Ja, klar. So, jetzt machen wir nochmal hier so einen Überblick. Ich glaube, da passiert auch nichts. So, Nee, genau. in die Richtung kann Also, ich ja gucken. Da ist ja auch nicht mehr genau. viel. So. Ja, tolle Sache. Vor allen Dingen die Kunst an so einer Map ist ja, man meint, es geht in alle Richtungen weiter und es wäre echt, man ist wirklich in der Welt. In Wirklichkeit ist ja nur das gestaltet, was eben für die Linie so wichtig ist, ob man sehen kann. Fährt man mal falsch Genau. ab, dann kommt man nur ein kleines Stück und dann steht man plötzlich auf der Wiese. Finde ich manchmal ganz witzig, ist mir auch in Hamburg passiert. Falsch abgefahren auf einmal. Ja, das muss falsch sein, weil auf einmal war die Kulisse zu Ende. Ja, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich werde mich natürlich auch weiterhin jetzt mir mit dieser Version auseinandersetzen und ich denke mal in weiteren Let's Plays, ich suche mir dann später nochmal eine andere Linie raus, die ich dann noch fahre und ich denke mal, ich werde mich noch eine ganze Weile mit der Gladbeck-Map beschäftigen, obwohl die so gewaltig groß ist, dass ich wahrscheinlich nicht schaffen werde, sämtliche Linien in Let's Plays zu packen. Das will ich nicht. Ein bisschen soll ja noch überbleiben. Und das könnt ihr auch gar nicht, weil sonst haben wir nämlich bis nächsten Sommer nur Gladbeck-Map drauf und das muss auch nicht sein. Genau. Es gibt ja noch Ja. andere wunderschöne Karten, die man auch fahren kann und die man zeigen kann. Also man muss einfach mal sagen, Gladbeck ist nicht die Karte, die jetzt alles bestimmen muss. Also es gibt etliche schöne Karten, die ich selbst schon gesehen habe. Winzenburg, Bremen gefällt mir sehr gut sogar. Hamburg auch sehr gut gemacht. Also sind so ein einzelne Karten, da sage ich einfach top, top, top. An die Erbauer freue mich natürlich darüber auch und da gibt es auch wirklich genug Material, das man zeigen kann. Also es muss nicht immer weg sein. Ich glaube, also Gladbeck ist für mich die Map, die mich interessiert, weil ich komme ja aus der Gegend aus Oberhausen, so ganz in der Nähe, und jetzt hier genau mit diesem Part, mit dieser 5.1, wo es an den Bahnhof geht, kommen wir in den Bereich, wo ich das so ein bisschen kenne, wo auch so meine Kindheit zum Teil stattgefunden hat. Wenn wir also eine Shoppingtour gemacht haben mit der Familie, dann war das in Oberhausen. Deswegen ist das für mich wichtig und interessant, weil ich hier einen Wiedererkennungswert auch mitreden kann. Deshalb einmal. Und was ich schön finde, ist eben diese wahnsinnig viele große Auswahl an verschiedenen Linien, die man fahren kann. Und diese Größe, diese Weiträumigkeit. Ganz ehrlich, man kauft sich OMSI und hat jetzt, sagen wir mal, nur den OMSI, den Originale mit Grundorf und Berlin. So, dann fährt man zur Nervenklinik, das hat man nach einer Weile ganz gut drauf. Dann fährt man diese andere Linie noch.
und rucki-zucki kennt man die ganze Karte. Und ganz ehrlich, Das wenn es denn stimmt. dann keine weiteren Maps geben wird, dann würde da spätestens nach 2 Wochen würde Omsi auf der Seite liegen, weil es wird dann doch ein bisschen langweilig. Es muss ja auch noch ein bisschen mehr geben. Aber inzwischen ist die Auswahl ja schon gewaltig, also schafft man gar nicht mehr alles. Ja, ich würde mal sagen, ich bedanke mich bei dir. Das hat mir Spaß gemacht. Es wird einige Folgen geben. Also ich mache das dann so in diesen Viertelstundenstücken wieder. Und startet dann ab nächste Woche, Dienstag, Mittwoch, glaube ich, etwa, hänge ich hinten dran. Und ich guck mal, ich hoffe, dass der Ton gut genug ist, dass man dich auch gut hören kann. Sonst muss ich mal sehen und halte dann auch eventuell Rücksprache. Ja, Ja. ich bin jetzt mal scharf drauf, hier noch weiter rumzukrusen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, ich danke dir auch, dass du mich eingeladen hast zu deinem Let's Play, da mal mitzufahren, dir mal vielleicht ein bisschen Gladbeck näher zu bringen. Klar, deine Heimatstadt dir auch einmal zu zeigen, wo du deine Kindheit verbracht hast, hat mir echt riesen Spaß gemacht. Freue mich, dass dir Gladbeck sehr gefällt, dass du die Version 5.1 auch sehr gut Let's Played hast und ja, ich sage dann mal Tschüss, wünsche noch weiterhin viel Spaß und vielleicht hat jetzt der ein oder andere eine bessere Vorstellung, wann die Version kommt und kann schon ungefähr erraten, was kommt und wohin es geht und ja, wann das Release-Datum ist. Viel Ja. Spaß! Okay. Alles klar, dann sage ich mal, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen hoch da und seid morgen wieder dabei, wenn wir noch bestimmt weiter ein bisschen in Gladbeck unterwegs sind. Was heißt eigentlich Gladbeck? Stimmt doch gar nicht mehr. Glabotki, ne? Das mögen sie da nicht Glabotki hören. aus Das mögen sie Oberhausen. nicht hören. Glabotki, Oberhausen, Nee, das Gelsenkirchen mögen wir und nicht. demnächst, ja, ich weiß, demnächst fahren wir sowieso bis Düsseldorf, ne? Alles klar, bis dann. Bye bye. Tschüssi.